Hi ihr Lieben, willkommen in meiner kleinen Fanwelt. Wenn du neu auf dem Kanal bist, begrüße ich dich ganz herzlich und ich hoffe, du lässt ein Abo da, ein Like da und kommentierst fleißig, damit wir hier ein bisschen wachsen im Kanal. Es geht hier jetzt aktuell um den SV Werder Bremen. Wir spielen am Samstag, den 7.10. um 18.30 Uhr gegen den TSG Hoffenheim und dazu möchte ich jetzt ein bisschen ein Update bringen. Vor dem Spiel. Also Hoffenheim ist Platz 6, Werder ist aktuell Platz 12. Wir haben Personal, der Friedel kehrt wohl in der Abwehr wieder zurück, dann ist er neben dem Veljkovic der einzige gelernte Innenverteidiger großartig, weil es fallen jetzt viele aus und die will ich jetzt mal eben benennen. Der Demand ist krank, Niklas Stark und Piper haben sich auch verletzungsbedingt wegen kleiner Blessuren abgemeldet. Verstehe ich nicht, warum man deswegen nicht spielen kann, aber das ist die heutige Zeit der Fußballspieler. Wenn sie einen Mückenstich haben, spielen sie nicht mehr. Da sind die Frauen ja mutiger und besser drauf wie jeder Kerl. Das ist traurig. Navy Keita hat ein Angebot gekriegt, in der Nationalmannschaft von Nigeria wieder zu spielen. Das Problem ist ja, der ist ja nicht wirklich fit, der ist ja nicht wirklich bereit. Und jetzt möchte Fritz quasi das nochmal ausverhandeln, weil die müssen ihn ja abstellen. Dass sie vielleicht bitten, dass er nicht kommen muss. Aber wenn sie da nicht mit durchkommen in ihrer Bitte, muss er halt dahin. Da können sie da nichts gegen machen, meinte Fritz. Aber zur Überraschung wohl, wird Keita, Woltemade und Justin wohl in der Startaufstellung jetzt gegen Hoffenheim sein. Jedenfalls deutete das der Trainer in der PK an. David Konaski hat wohl aktuell ist sehr schwer beim Trainer, weil die anderen Stürmer es aktuell alle besser machen. Was ich ein bisschen schade finde, ich mag den Jungen, ich hätte ihn ganz gerne in der Startaufstellung gesehen. Ich finde den gar nicht mal verkehrt. Gästefans kommen wohl nur 420 mit, deswegen ist das Stadion offiziell als Ausverkauf deklariert. Da die aber nicht alles abrufen, werden die vielen Bereiche im Gästefans-Block frei bleiben. Unglaublich, dass die Hoffenheimer überhaupt Fans haben. Ja? Kommen aber 420 mit, ist nicht viel, es ist wie ein Entenschiss. Aber gut. Dann haben sie da halt leere Plätze, dann ist es halt so. Es ist noch ein Fanmarsch organisiert worden, der quasi mit Choreo sogar von dem Fanclub-Gruppierung Infamous Young. Und die laufen los, wo habe ich es gesehen? Da oben. Die laufen los am 7. Oktober um 15.30 Uhr am Theater am Goetheplatz. Und es soll enden, kurz vorm Spiel, an der Ostkurve am Weserstadion. Genau, so. Und jetzt wird hier nochmal aufgelistet, dass sie das schon ein paar Mal gemacht haben. Beim letzten Mal haben sie es gemacht in der letzten Saison. Da haben wir gegen Köln gespielt und da haben wir noch kurz vor Schluss das 1-1, glaube ich, gemacht, weil ich mich erinnern kann. Und das brachte den vorzeitigen Klassenerhalt. Jetzt habe ich schon wieder keinen Strom auf dem Handy. So, und jetzt wollen sie es schon wieder machen. Also gefühlt, wenn du das bei alle 5 Minuten machst, dann hat das Bild auch keine Wirkung mehr. Das sollte man sich aufheben für besondere Eigenerlasse, aber nicht alle 5 Minuten machen, das ist meine Meinung. Aber gut, muss jeder selber wissen. In den vergangenen Bundesliga-Saison hatte die Ultras des SV Werder Bremen insgesamt dreimal zu Fanmärschen aufgerufen. Gegen Eintracht Frankfurt setzte es trotz der Choreo eine 3-4-Niederlage. In Berlin gelang Werder auch dank der Unterstützung von mehr als 25.000 Fans ein 4-2-Auswärtssieg gegen die Hertha. Der letzte Heimsieg im Anschluss an einen Fanmarsch gelang den Grün-Weißen am 34. Spieltag der zweiten Liga-Saison 21-22 als mit dem 2-0-Sieg gegen den SV Jans Regensburg der Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht wurde. Also sowas sollte man sich für besondere Ereignisse lassen, aber nicht alle 5 Minuten machen. Ist meine Meinung. Das nutzt das alles so ein bisschen ab. Hoffenheim hat einen Marktwert von 151 Millionen und ist schon seit 16 Jahren in der Bundesliga. Muss man sich mal reinziehen. Seit 16 Jahren sitze ich da echt schon und hoffe mir, dass diese Bundesliga-Mannschaft endlich absteigt und sie tut es nicht. Trainer ist, und jetzt verzeiht mir, dass ich den Namen hier falsch ausspreche, Pellegrino Mazzarazzo. Er hat 30 Spieler zur Verfügung, dabei sind aber auch nicht alle fit. Das ist quasi Auswahl, wird auch geschrieben da. Dennis Geiger ist verletzt.
Stanley Kroenke ist verletzt, Marco Jong ist verletzt und Bambari Konte fällt auch aus. Und André Kamaraski ist fraglich. Bester Spieler ist quasi bei denen der Bayer Maximilian im Sturm. Und Anton Stach ist der mit 15 Millionen der teuerste Spieler. Und wir haben auch bei dieser Mannschaft wieder Ex-Veteraner. Das ist nämlich einmal der Kevin Vogt und einmal der Florian Grillitsch. So, und da wir ja aktuell in dieser Saison ja den Werderfluch so ein bisschen haben von Ex-Spielern, kann ich mir vorstellen, dass mindestens der Grillitsch oder der Vogt mal ein Tor bei uns gegen uns schießt. Und wenn man sieht, wie viel bei uns in der Abwehr wieder ausfallen, und wenn wir wieder so bescheuert stehen wie beim letzten Spiel, so offensiv spielen, dann vergeigen wir das auch. Der Trainer von Hoffenheim sagte, Werder spielt mutig, Hoffenheim muss mutig sein, um dagegen zu halten, darf den Gegner nicht unterschätzen. Hoffenheim ist sehr auswärtsstark aktuell, obwohl der Trainer darauf hinweist, nach den Verspielen sind die Statistiken noch nicht wirklich aussagekräftig. Ja, die letzten Spiele von Hoffenheim, 29.09. haben sie 1-3 verloren gegen Dortmund. Am 23.09. haben sie 0-2 gewonnen gegen Union Berlin. Am 16.09. haben sie 1-3 gewonnen in Köln. Am 7.09. haben sie 3-1 gewonnen in, also das war ein Testspiel, FC Lunzen, das war ein Testspiel. Genau, die letzten Duelle, die Hoffenheim gegen Werder hatte, war am 2.4.2023, hat Werder 1-2 verloren und das zu Hause. Am 7.10.2022 hat Werder 1-2 gewonnen und das auswärts. Und am 21.02.2021 haben wir 4-0 verloren und das auswärts. So, das muss man sich mal reinziehen. Ich rechne da auch ehrlich gesagt nicht mit einem Sieg. Das wird vielleicht dann so ein torreiches Spiel werden. Das kann vielleicht sein. Ja, das wird ein torreiches Spiel werden. Also wenn ihr da echt so Tipps haben wollt, manchmal liege ich da ja echt gut goldig und richtig. Und ihr macht da irgendwelche, ja, bei Wettanbietern irgendwelche Platzierungen, ohne dass ich da jetzt für haftbar gemacht werden kann, bitte. Das ist nur mein Tipp von meiner Seite aus. Nicht, dass man mich darauf festnageln kann. Ich gehe davon aus, dass Hoffenheim das Spiel ziehen wird. Aufgrund Werder stellt sich irgendwie wieder deppert an, beziehungsweise wir haben diese Abwehrproblematik. Wir schießen auf bestimmt ein Tor. Die Spiele waren meistens immer sehr torreich. Ja, 4-2 für Hoffenheim. Muss ich leider so tippen. Das ist, obwohl ich Werder-Fan von Herzen bin, muss man die Realität anerkennen. Ne? Wenn du alleine schon mal siehst, die haben so viele Ausfälle, die Hoffenheimer, und stecken das mal eben so weg. Die haben über 30 Spieler, wir haben 24 Spieler, da fällt nur einer aus und dann steht bei uns die Mannschaft Kopf. Die spielen wirklich nur top, wenn alle am Board sind und alle sind so fit. So, und da fallen jetzt bei uns bei Werder wichtige Spieler aus. Das gehe ich von aus, dass wir das leider verlieren werden. Aber ihr könnt ja mal eure Tipps in den Kommentaren schreiben. Seid da mal nicht immer so faul und packt da mal was drunter. Ich schreibe gerne mit euch. So, see you later, Evergator. Wir sehen uns nach dem Spiel und dann schnacken wir nochmal.